Gut im Pausenmodus. Eigentlich könnte ich dich in Pause versetzen. Könnte hier das Ding wegreißen. Der Strom bleibt da doch noch im Plus. Das ist ja das Gute. Haben wir hier noch ein größeres Plus. Normalerweise müsste ich eine Ölüberproduktion haben. Ja, habe ich. Reiße ich ein paar Dinger weg. So. Ich könnte die Glasproduktion wieder runterschrauben. Ja, kann ich. Jetzt muss ich wirklich auf die Kohle schauen, dass hier was in Bewegung kommt. Dass ich hier geldtechnisch mal auf einen grünen Zweig komme. So. Ein Materialien habe ich eigentlich mittlerweile viel genug für Ding. Für ein paar Kriegsmaschinen. Würde ich jetzt behaupten. Aber das nötige Kleingeld fehlt mir halt. Und mit 837 plus kann man schon wieder arbeiten. Ich bräuchte halt 2 oder 3 EMPs auf einmal. Dass hier Ruhe wäre. Aber ich versuche dieses Mal hier hin zu durchzubrechen. Im richtigen Moment und dann eine EMP zu zünden. Dann radiere ich erstmal die restlichen Einheiten aus, bevor dass ich Vater selber angreife. Das hört sich nach einem Plan an und der wie auch durchführbar ist. Und ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wie lange dass ich schon wieder hier spiele. Weil ja, mein Mund fühlt sich extrem trocken an. Also bin ich hier doch schon eine Zeit beschäftigt. Warnung, Fahrzeug unter Beschuss. Ich bin Vater. Nein, du bist der Arsch. Kontrolliere alles. Sie werden vernichtet. Du interessierst mich nicht. So. 2 Bauzellen. Dann gehe ich hier runter. Hier dürfen wir Bauzellen en masse haben. Ja, Hammer. Aber mittlerweile auch Stahl. Juhu, hier kann ich auch 2 Vipern produzieren. Mache ich auch gleich mal. Und schipper die gleich mal hier hoch. So, jetzt in dem Gewusel die Ding zünden. Oh, wäre das geil. Da wäre es vorbei mit ihm. Aber gnadenlos. Aber nö, das habe ich ja gerade nicht. Das Glück, dass ich keine Flotte mehr habe. Aber ich kann ihm nach und nach auch alles wegschießen. Und das ist auch gut so. So, ist meine Viper gleich fertig? Ja. So. Registriere neues Fahrzeug. Gut so. Du bist der mit Schild. Ja, ich müsste die mit Schild müsste ich einzeln abkapseln. Sie sind berechenbar. Sie versuchen nicht zu deaktivieren, aber ihr Vorhaben wird scheitern. Wo kommen die U-Boote her? Kann mir das ja jemand sagen? Ich müsste auf die EMP mal endlich hinsparen. Hier müsste ich doch auch eine gewaltige Ölüberproduktion haben. Warum musste ich Öl über haben? Nö. Sieht nicht so aus. So. Ein
bisschen was einreißen tue ich trotzdem. So. Bringt halt doch ein bisschen Geld. Und effizienter werden muss ich auch. So. Ihr zwei. Produziert 50%. Ja. Ja, ist ja nicht schlecht. Aber einen von euch reiße ich weg. So. Was habt ihr jetzt davon? Und ich kann dich auch wegreißen. So. Ich muss wirklich gucken, welches Gebäude ich nicht brauchen kann. Fahrzeug fertiggestellt. So, aggressiv bitte. Wo ist hier ein Fahrzeug fertiggestellt worden? Perfekt. Also die U-Boot-Flotte von ihm kann schon mal dran glauben. Aber ganz feste kann sie dran glauben. So. Und jetzt produziere ich mir hier erstmal die zwei Dinge. Dann brauche ich noch nochmal 10.000. Dann geht es. So. Yo, es geht voran wieder. Ich komme recht gut klar. So, Kohle mache ich hier mal Pause. Hier wird mir irgendwas noch überproduziert. So, das Zeugs für die Bauzellen. Ich find's mal gerade wieder nicht. So, der schläft alles. Da habe ich einen Hummer. So. Es geht voran, es geht voran, es geht voran. Es gefällt mir. So. Ey, ich finde mittlerweile keine Einsparmöglichkeiten mehr. Außer das hier jetzt vielleicht. Das hat jetzt doch ein bisschen was gebracht. Modulkonstruktion finalisiert. So. Das kann ich leider noch nicht, weil mir noch das letzte Modul fehlt. Und für das brauche ich doch ein bisschen Kohle. Also muss ich jetzt wirklich durchreferieren. Was hier ausgemacht werden kann. Fahrzeug unter Beschuss. Wow. Fahrzeug im Kampf zerstört. Was sollen jetzt die Kacke? Menschliche Individuen bedrohen meine Systeme. Ich kann das nicht dulden. Ich glaube, ich muss auf defensiv schalten. Hilft nicht. Sonst zieht mir der meine Schiffe weg. Dieser Idiot. So. Huch. Ich wollte jetzt auf die Insel. Hier gucken. Eisen habe ich noch. Deswegen schalte ich hier jetzt ab. Fürs Erste. Kohle. Habe ich nicht genug. Kann produziert werden. So. Ihr Plan ist fehlerhaft. Sie können mich nicht stoppen. So, jetzt versenke ich ihm noch ein U-Boot. So, ich hoffe, das hilft, dass seine Flotte noch ein Stück kleiner wird. Aber nur ein Stück, mehr brauche ich ja nicht.
dass es kleiner wird. So, perfekt. Bringen wir wieder in Sicherheit die Jungs. Es fährt hier rum. Ah, er wieder. Also er ist doch eine hübsche Entfernung weg. Und dann marschiere ich hier ein, versenke die... oder... mache hier eine EMP. Okay, formiert er jetzt hier noch ein paar Flugzeuge. Das ist, glaube ich, zum Scheitern verurteilt, Junge. Aber ich glaube nur. Wenn ich jetzt noch eine EMP hätte, wäre es vielleicht leichter. So. Jetzt habe ich bei 2 eine Pause rein. So. Dann ist hier bald Ruhe. Hier habe ich jetzt doch einiges an Geschmacksverstärkern herunten, oder? Ja. Hier laufe ich auf ein Maximum mit den Geschmacksverstärker. So. Hier sind ein paar U-Boote, hier sind ein paar Flieger. Hier kommt er wieder vorbei. Den muss ich unbedingt versuchen, mal abzufangen und zu zerstören. Unbedingt. So, jetzt wäre ich mal froh drum, wenn ich mal die 10.000 beieinander hätte. Waren, Handel, verkaufen und zwar Geschmacksverstärker. Nimm mit, was du brauchst. Und spül mir Geld in die Kasse. Ach komm. Global Trust ist ein weltumspannender Konzern. Reisen gehört da zum Job. So. Hier mache ich denselben Scheiß mal. Verkaufen und zwar Geschmacksverstärker. Ja, da habe ich eine so satte Überproduktion. Wieso soll ich da nicht Profit draus schlagen? So. Hier. Oh, das wäre jetzt... Jetzt wäre es genial. Und alles würde stehen. Und ich könnte locker und flockig alles zerlegen. Hier hätte ich zwar noch 4 U-Boote, die wieso rumstrawenzeln. Aber das wäre genial. Muss ich echt versuchen, dass ich das hinbekomme. Weil dann geht's auf. Dann geht's auf. Aber mit 3 Schiffen brauche ich hier auch nicht anfangen, dass ich hier Mordsterror mache. Deswegen drücke ich hier ein bisschen auf Plus. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss.